Was haben Sie denn hier an Ihrem Fahrrad? Was ich hier an dem Fahrrad habe? Diese Stange hier. Propaganda für Sonnenenergie. Okay. Hier sowas, zum Beispiel ein Solarmodul. Dieses Solarmodul produziert im Jahr 2,6 Kilowattstunden. Im Jahr. Und wo befestigen Sie das? Oh, ich kann es hier befestigen, wo ich Handy behalten kann. Ich kann das aber. Ein Quadratmeter hier in Frankfurt auf dem 50. Breitengrad, das ist das Äquator, bringt hier auf diesem Fächer da oben. 360 Kilowattstunden pro Quadratmeter hier in Frankfurt mit dieser Technik. Und das wird nicht genutzt. Aha. Es gibt Leute, die produzieren dann Strom aus Kohle, aus Kolumbien und das ist Afrika importiert. Ne? Die Kohle muss erstmal hierher geschafft werden, dann wird eine Wärmekraftmaschine in Gang gesetzt, die setzt eine Drehbewegung in Gang und die Drehbewegung sitzt auf einer Welle mit dem Generator, der erzeugt dann Strom. Die Wirkungsgrad vor Ort von 30%. Ne? Also, und deshalb setze ich mich auch so ein bisschen unter Beobachtung, welche Stromverbräuche diese Bodies da haben. Ne? An der Hauptmacher habe ich schon, an der Konski habe ich letztens einen Film gedreht, den habe ich schon hochgeladen bei YouTube. Da habe ich gefragt, wie ist euer täglicher Strombedarf für dieses Ding? Da gibt es ja so Steckernetzzeiten, die steckt man rein, und kann man den Tagesbedarf machen. Die hatten da so ein Aggregat stehen, ne? Das hat mir Rappen dazu gekriegt, dann gesagt, ja, müssen wir mal wissen, was die Dinger für ein Ding haben, ne? Natürlich. Gut.